Ja Leute, ich befinde mich noch immer in diesem Bildschirm. Ich mache einfach weiter, direkt mit der nächsten Aufnahme. Aber ohne Cheat. Das wird schwer, Leute. Das wird schwer. Okay, jetzt kommen wir in den Besprechungsraum. Dort wird die Mission besprochen, wie schon gesagt. Dort werden wir auch erstmal eingeleitet, tutorialisiert. Tot-tutorialisiert, besser gesagt. Sie und Ihre Männer haben auf Tatooine hervorragende Arbeit geleistet. Vielleicht interessiert es Sie zu erfahren, dass das Piratenschiff, welches wir verfolgen, den Hyperraum in der Nähe der Überreste von Alderaan verlassen hat. Es wurde von Moff Tarkins Raumstation, dem Todesstern, gekapert. Ich bin sicher, dass sich die gestohlenen Daten in Kürze wieder in unserem Besitz befinden werden. Überreste von Alderaan. Wir dann hier im Orbit? Weil der Planet hier vernichtet wurde. Und hier ist die Antwort. Dies ist eine holographische Ansicht von dem Gebiet, das sich unter uns befindet. Was blinkt denn da? Das ist das Hauptrechenzentrum von Ruhekatten. Uns ist zu Ohren gekommen, dass die Spione der Rebellen von dort aus häufig Daten transferieren. Wir wollen, dass Sie das Gebäude sichern und alle Geheimdaten der Rebellen unter unsere Kontrolle bringen. Sie können mit ein oder zwei Sturmsoldaten eine Garnison errichten. Dies wird ich würde das gerne überspringen. Ah, man kann es gut überspringen, gut. Also im Grunde genommen ist diese Besprechung nur, wir landen hier, hier sind die Feinde, hier sollen wir hin, hier können Infanteristen aber keine Fahrzeuge rüber, das sagen sie zwar nicht, aber das ist einfach so. Kann ja die Tech-Übersicht sagen, dann sehen wir, was wir haben, was unsere Feinde haben. Also das haben unsere Feinde, einfach Soldaten, Swoop-Bikes, U-Train Takeda Transportgleiter. Gleiter. Großtransporter. Rostiger Adler. Das ist deren. Ich glaube, Barkasse. Und das ist deren. Infanterietransporter. Eigentlich heißt er. Keine Ahnung, wie der heißt. Sturmsoldat. Ja, keine Sandleute, keine Sandtruppen mehr, sondern Sturmsoldaten. ATPD. ATSD. Ja. So. Transportpanzer. Konstruktionsfähre. Ich finde, die Fähren des Imperiums sind bedeutend besser aus als die der Allianz. Naja. Meistens. Also ich finde sowieso das Imperium bedeutend ästhetischer als die Rebellen. Wenn man das mal so sagen darf. So. Fortsetzen. Ja, ja. 3D live und interaktiv. Eigentlich ein grafisch gesehen recht hochwertiges Spiel. Wenn man mal von der Grafikqualität absieht, aber. Dies ist der Hangar. Von dort aus können Sie Einheiten von Mission zu Mission transportieren. Wenn Sie eine Einheit für die aktuelle Mission auswählen möchten, klicken Sie mit der linken Maustaste darauf. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste die Fähre an, auf welche die Einheit gehen soll. Denken Sie daran, dass Ihre Befehlspunkte und die Kapazitäten der Fähren begrenzt sind. Überlegen Sie genau, was Sie tun. Ja, Sir. Oh, noch was, das Sie über den Hangar wissen sollten. Auf seiner rechten Seite befindet sich eine Tür. Wenn Sie mit links auf eine Einheit und dann mit rechts auf die Tür klicken, nimmt diese Einheit nicht an der nächsten Mission teil. So verhindern Sie, dass Sie einzelne Einheiten während eines Gefechtes verlieren. Von dieser Möglichkeit sollten Sie selten Gebrauch machen, da sie kostspielig ist und die entsprechende Einheit für die folgende Mission nicht zur Verfügung steht. Wählen Sie die Einheiten mit Bedacht aus, sonst könnte es sein, dass Sie Ihre Entscheidung später bereuen. Verstanden, Sir. Gut, dann machen Sie sich an die Arbeit, Captain. Also als ich das aus Testzwecken mal gespielt hatte, da hatte ich hier kaum Level 0 Units, aber... Das ist ja völlig wurscht. Ich kann mir Leute leider hier nicht bewegen. Da ist rot. Ich höre. AH1. Warum heißt die AH1? Mal gucken. Mail. Ich höre. Landungsboot bereit, Sir. B-Mail. Erwarte Ihren Befehl. No mail. Ah ja, muss ja. So. Und
Komisch. Ich möchte mal gucken, welche der Fähren, falls mich in der Mission erwartet. Aha, 1. Und ob man den anfordern kann. So. Landung vorbereitet. So, mal sehen, ob ich den ATPT anfordern kann und ob ich eine der Landfähren wiedererkenne. Die Mission ist eigentlich gar nicht leicht. Die ist eigentlich ein bisschen kompliziert. ATST-Pilot. Rechenzentrum einnehmen, bringen Sie Dallas ins Rechenzentrum. Sekundärziele ist Rebellen vernichten, prinzipiell. Hier bin ich, Brent. Das wird kein Spaziergang werden, kleiner Bruder. Du musst da unten sehr vorsichtig sein. Kein Problem, Brent. Ich kann ziemlich gut auf mich alleine aufpassen. Sorge du nur dafür, dass ich in das Rechenzentrum komme. Bis jetzt war noch kein Code der Rebellen vor mir sicher. Sie haben nicht genug Befehlspunkte, um diese Aktion ausführen zu können. Ich wollte aber noch mehr Units haben. Ich habe jetzt zwar noch nicht. Sturmsoldat bereit, Sir. Sturmsoldat hier. Wir werden uns sofort dort melden, Sir. So, da bin ich wieder. Hab gerade gefrühstückt. Wir werden uns sofort dort melden, Sir. Einsatzbereit. Wo sind meine Soldaten hin? Waren das nur so wenige? Nee, ich fordere einfach neue an. Ohne Tricks. Ja, man kann hier hinten nichts anfordern, man kann nur in der Nähe seiner Basis was anfordern. Wir sind voll beladen, Sir. Man kann die Units leider nicht reparieren. Zumindest nicht als Imperialer. Rebellen können das. Sowieso sind die Spiele, die meisten Star Wars Spiele, komischerweise so ausgelegt, dass die Rebellen übelst im Vorteil sind. Ja, die werden hier Stück für Stück ausgeladen, blocken da aus, also tauchen auf. Wir werden uns sofort dort melden, Sir. Transportpanzer erwartet Befehle. Für einen oder zwei haben wir, glaube ich, noch Platz, Sir. Wir werden uns sofort dort melden, Sir. Transportpanzer bereit, Soldaten aufzunehmen, Sir. Ja, hier, mit sogar mit Windrichtung. Ich werde Sie kontaktieren, sobald wir angekommen sind, Sir. Das Spiel hat schon einiges zu bieten. Habe ich früher auch ganz gern gespielt. Sobald wir angekommen sind, Sir. Ich werde Sie kontaktieren, sobald wir angekommen sind, Sir. Ich werde Sie kontaktieren, sobald wir angekommen sind, Sir. Ja, da fahren wir jetzt ganz viel aus dem Bunker raus. Das kann sich eigentlich gar nicht geben. Bin ich denn? Sturmsoldat bereit, Sir. Wir werden uns sofort dort melden, Sir. Wir werden uns sofort dort melden, Sir. Sturmsoldat bereit, Sir. Dallas Tentor hier. Geht in Ordnung. Wir werden uns sofort dort melden, Sir. Moment. Ja, es geht weiter. Nach einem Tag Pause, weil ich was anderes gemacht habe. Ich werde Sie kontaktieren, sobald wir angekommen sind, Sir. Ja, das ging ja ganz gut. Zielgebiet voraus. Transportpanzer unterwegs. Ich werde Sie kontaktieren, sobald wir angekommen sind, Sir. Los, los, los. Wir sind voll geladen, Sir. Feind zerstört. So, Soldat hier. Wir werden den Schuss sperren. Transportpanzer bereit, Soldaten aufzunehmen. So, Soldat.
Ja, solange drinnen gekämpft wird, wird er nicht beschossen. Also schießt er nicht, meine ich. Transportpanzer unterwegs. Ja, ich hatte gehofft, die würden hier Versorgung anfordern und dann könnte ich sie nicht. Erstaunlich, wie viel Schaden du genommen hast gegen einen eisernen Infanteristen.